letzten Tage. Das ist jetzt ein Video von 3 Angeltagen. Und die Fische beißen überhaupt nicht vernünftig, super zickig. Hier hole ich gerade einen weiteren Schniepel raus. Also wenn ich gefangen habe, dann wirklich überschaubare Größen, so um die 40, 50 cm. Gut, besser als gar nichts, aber war schon mal besser. Unterschiedliche Spots ausprobiert, vertikal, Action, No Action, ging alles nicht so richtig. Und hier, wie gesagt, in der Zusammenfassung 3 Angeltage, die alle wirklich bescheiden waren hier. Ich habe auch, wie gesagt, geworfen, jetzt hier gerade mit dem Finn S-Shad in Orange. War nicht gutes Wetter, jetzt nicht zu windig, mal an die Spundwand rangeworfen, bisschen gefaulenzt, auch mal vertikal. Und hier ging überall gar nichts an Stellen, die auch normalerweise echt richtig gut funktionieren. Hab dann mal vertikal probiert, ein bisschen vertikal unter dem Boot, ein bisschen gedriftet mit dem Boot vertikal, zwischendurch wieder geworfen. Ich nutze grundsätzlich so 21 Gramm J-Köpfe, 3-0er Haken und probieren halt ein bisschen rum, also mal Action Shad, mal No Action Shad, meistens so in mindestens 3,5 bis 5,5 Meter Wassertiefe, habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht. Und natürlich immer in den gucken, ob ich da ein bisschen Strömungsschatten finde. Hier war jetzt relativ wenig Strömung, aber kann trotzdem was gehen. Werf dann mal wieder, einfach weil es auch ein bisschen langweilig war an dem Tag, weil wirklich wenig ging. Aber war einfach schwierig. Spot gewechselt. An einer Stelle ging nichts, am nächsten Spot angefangen, geguckt im Echolot, ob da vernünftige Strukturen sind. Auch an der Stelle hier eigentlich super Struktur, direkt rechts da an den Büschen ist Steinschüttung. Das ist jetzt relatives Hochwasser, da geht es dann von 8 Meter auf 4 Meter relativ steil hoch, also super Bedingungen, nicht zu viel Strömung. An dem Tag war relativ viel Wind, aber ging auch überhaupt gar nichts an der Stelle. Hier ein bisschen zu werfen, habe neue Stelle angefahren, weniger Strömung, bisschen vertikal, bisschen werfen, unterschiedliche Köderführung, alles nichts gebracht. Motor natürlich ganz praktisch mit dem Bootmotor, also GPS gesteuert hält dich auf der Stelle oder fährt dich auch dahin, wo du willst, aber auch der hat mir an diesem Tag nichts geholfen, auch hier vor der Brücke normalerweise ein Top-Spot, aber es gibt tatsächlich diese Tage, da sind die Mäuler einfach zugenagelt. Wie ich dann so vorgehe, wenn ich mit dem Boot auf die Elbe fahre, und das ist halt genau das. Ich fahre Spots an, wo ich denke, die sehen interessant aus, oder ich fahre Spots an, wo ich schon weiß, dass ich da mal gefangen habe. Probiere es dann vertikal, werfe ein bisschen, ist auch nach Lust und Laune, je nachdem, wo man gerade Bock drauf hat.
probier dann mal Action Shads, probier No Action Shads, probier unterschiedliche Farben. Aber manchmal, wie gesagt, manchmal geht es einfach nicht. Da liegt es am Luftdruck oder was auch immer. Bedeckter Tag, da finde ich knallige Farben eigentlich ganz cool. Da habe ich den Lime Trös gefischt oder helles Orange, helle Orangefarben, aber man kann auch in anderen Farben fangen, beziehungsweise man kann auch in dieser Farbe nicht fangen. Hier unter der Brücke auch eigentlich ein Top-Spot. Viel vertikal probiert, auch geworfen, unter der Brücke durchgetrieben und an dem Tag nichts zu machen. Wer weiß, wenn man da an der Stelle ein bisschen länger ausharrt, vielleicht geht dann was. Mit noch zwei Kumpels unterwegs. Hier auch eine Stelle, wo auch gleich was gehen wird. Aber da auch nur überschaubar und kleine Zander. Aber besser als gar nicht. Ich glaube, jetzt kriege ich hier gleich einen vertikal oder geworfen. Sind auch so 4-5 Meter. Ein paar Meter weiter ist eine Kante, geht es auf 8 Meter runter. Kanten sind natürlich immer ganz nett und dafür brauche ich auch zumindest ein Echolot. Es gibt ja Leute, die können Echolot so lesen, wo sie dann angeblich gleich den Zander drin stehen sehen. Ich kann das nicht. Ich nutze ein Echolot ausschließlich, um die Tiefe zu bestimmen. Da war eben gerade schon der erste Biss. Der Motor hält uns auf der Stelle und jetzt kommt hier gleich ein Vertikalbiss von einem kleinen Zander. Da ist er. Und schockt natürlich trotzdem. Besser als gar nichts, aber wie ihr schon seht, super kleiner Schniepel, doppelt so groß wie der Köder, oder nicht mal. Und dann natürlich geht es darum, schonend abzuhaken und den schon zurückzusetzen, sodass er dann groß werden darf. An der gleichen Stelle, ich weiß nicht, ob den vertikal überführt hat, aber wie ihr seht, auch absolute Kinderstube. Sind wir hier an einer neuen Stelle, versuche so ein bisschen auf Barsch mit kleineren Ködern. Ich habe auch einen Gummi erstmal dran und da wird erstmal ein bisschen geworfen. Kann ja auch mal was bringen. Schöner kleiner Barsch, macht immer Laune. Kleinen Lauf gehabt. Also ein paar Barschbisse haben wir bekommen, aber auch nichts Unglaubliches. Also an dem Tag war einfach auch nach wie vor schwierig. Das ist für mich nach Lust und Laune. Wenn ich entspannt bin, mache ich auch mal vertikal. Wenn ich dann ein bisschen mehr Action haben will, werfe ich dann. Ist eigentlich nach Lust und Laune. Meiner Meinung nach ist das eine nicht besser als das andere. Also wenn die Fische Bock haben zu beißen, beißen sie auf beides. Manchmal hat man das Gefühl, vertikal ist besser. Manchmal hat man das Gefühl, werfen ist besser. Aber es ist wirklich so ein Lust und Laune Ding.
Vorfach binde, fängt der Kollege gerade ein Hecht. Also da, wo die Barsche stehen, waren die Hechte auch nicht weit. Hat natürlich auch Laune gemacht. Größeres, aber dann leider nur quer gehakt, da muss ich doch herzlich lachen. Kurz hingefahren, reingeworfen, einer war da, das war es dann aber auch. Hardbait, Softbait, aber ging dann nichts mehr. Wollte kein Stachel einsteigen. Und gucken, ob da was gibt. Ist halt so eine Religionsfrage, einige Leute bleiben ganzen Tag auf einer Stelle. Ich probiere ganz gerne durch, aber ist auch, kann man nicht sagen, ist halt Geschmackssache, kann man nicht sagen, das eine ist besser als das andere. Strom, klassische Stelle, Strömung, Schatten, war gar nicht so schlecht, hat sich dann selber abgehakt kurz vorher, also war eh nicht in der Pfannengröße, sag ich mal, aber hat auf jeden Fall gut gekämpft, wie ihr seht. Alles super hart erangelt an dem Tag. Ihr seht ja, wie viel wir in der Gegend rumfahren und wie viel wir den Köder am Wasser haben. Also wirklich mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. One Biss. Aber für Zanderangeln vom Boot in Hamburg aus war das wirklich von 1 bis 10, wo 10 sehr gut ist und 1 schlecht ist, war das wirklich 3 maximal, vielleicht 2. Links kommt Wasser runter, ziemlich tief, irgendwie geile Industriehafenstelle, aber auch nur einen wissen können. Ich denke mal, an guten Tagen kann da mehr gehen. Gegangen.
war eigentlich ganz cool. Kleine Gummiköder, gefaulenzt, teilweise vertikal, immer ein bisschen Action, also geschockt. Sah wirklich interessant aus. Wie gesagt, wer weiß, wie es an anderen Tagen ist. An dem Tag ging gar nichts, aber muss man einfach probieren. Tages, danach ging nichts mehr. Ja, habt ihr gesehen, ein paar Barsche, ein paar Hechte, ein paar Zander in 3 Tagen, nicht super viel. August 2014 ist halt einfach schwierig. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Aber ich wollte mal zeigen, solche Tage sind auch vom Boot durchaus mal dabei.